Warum haben Sie sich gerade dieses Fachgebiet ausgesucht? Dieses Fachgebiet habe ich mir wahrscheinlich ausgesucht, weil ich während meiner Assistenten- und Oberassistentenzeit im Agrikulturchemischen Institut diese beiden Beiträge liefern musste für das Handbuch der Pflanzenphysiologie Band 4, die Ermittlung der Nährstoffbedürftigkeit des Bodens und die Ermittlung mineralischer Bedürfnisse der Pflanzen, weil ich da erkannt habe, dass die Mineralstoffe die Grundlage sind für alles Leben auf diesem Planet Erde, ob das Pflanzen, Tiere oder Menschen sind. Und das hat mich dann so fasziniert, dass ich mich dieser Aufgabe Zeit meines Lebens gewidmet habe. Und ich hatte den großen Vorteil, dass ich die Dynamik der Mineralstoffe vom Boden über die Pflanze bis zum Tier und zum Menschen dann kennenlernte und mich auch damit befasste und lernte, dass viele Krankheiten, auch vor allen Dingen psychische Krankheiten bei Menschen, durch einen gestörten Mineralstoffhaushalt zusammenhängen. Und ich bin auch dann mit fortschrittlichen Medizinern bekannt geworden, wie dem Professor Fehlinger von der Charité in Berlin, der herausgefunden hatte, dass psychische Störungen, das von ihm benannte tetanische Syndrom, vor allen Dingen mit Magnesiummangel und anderen Mineralstoffen, mit den Ungleichgewichten anderer Mineralstoffe zusammenhängt. Das reicht.